Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Beauty Panel. Dünne Haare sind oft schlapp, strähnig und machen nicht allzu viel her. Besonders Frauen versuchen deshalb, dünne Haare mit kosmetischen Tricks mehr Volumen zu verleihen. Aus medizinischer Sicht ist dagegen nichts einzuwenden, sofern man einige Regeln beachtet. Aufpassen sollte man allerdings, wenn eins dichtes, volles Haar mit der Zeit merklich ausdünnt. Denn dahinter könnten ernsthafte Erkrankungen stecken. Welche Mittel dagegen wirken, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Wir haben für euch in der Infobox ein Sonderangebot zu den Haarwuchskapseln der Marke Hairoxol verlinkt. Alle Inhaltsstoffe sind hochkonzentriert und genauestens aufeinander abgestimmt. Auch haben wir in unseren Recherchen zahlreiche positive Erfahrungen gefunden. Schaut es euch gerne einmal an und macht euch selbst einen Eindruck. Es sollte natürlich jeder für sich testen, und eine ausgewogene Ernährung sowie Absprache mit dem Arzt sollten bei dem Problem von Haarausfall auf jeden Fall beachtet werden. Grund für dünne Haare ist nicht immer genetischer Natur. Verschiedene Faktoren führen im Laufe des Lebens zu dünnen Haar. So spielt das fortschreitende Alter häufig eine Rolle, aber auch ein Vitaminmangel oder ein hormonelles Ungleichgewicht begünstigen dünner werdendes Haar. Suchen sollte man immer zuerst einen Arzt auf. Haare benötigen bestimmte Nährstoffe, die sie über die Haarwurzeln aufnehmen. Bekommen sie zu wenig davon, können sie dünn und brüschig erscheinen. Wichtige Haarversorger sind Eisen, Zink, Selen, Kupfer und Kalzium, aber auch essentielle Fettsäuren und Eiweiß. Von den Vitaminen haben vor allem A, C, E und H und die B-Vitamine Einfluss auf die Haare. Wenn man den Haaren etwas Gutes tun möchte, sollten diese Nährstoffe ausreichend über die Nahrung aufgenommen werden. Wir gehen bei normalen Haaren etwa von einer Dicke von 0,12 mm aus. Feines Haar hat oft nur die Hälfte an Substanz, da der innere Teil der Haare und die darüber liegende Schuppenschicht deutlich schwächer ausgebildet sind. Ist dies nicht mechanischer Misshandlung, zum Beispiel durch den falschen Kamm, vermehrter Verwendung von Glätteisen oder ständiges durch die Haare fahren der Fall oder durch chemische Überanspruchung, zum Beispiel durch häufiges Färben oder eine Dauerwelle, geschuldet und sind die Haare schon immer fein, dann sind wahrscheinlich die Gene schuld. Wo weniger Substanz ist, können selbst Friseure und bis dato auch kein Produkt dieser Welt etwas dazu zaubern. Doch mit den richtigen Styling-Tipps und aufbauenden Produkten lässt sich an der optischen Fülle und Stärke schon einiges dazu tricksen. Wer seine Haare zusätzlich unterstützen möchte, kann mit den Nahrungsergänzungskapseln von Hairoxol nachhelfen. Ein Sonderangebot zu den Kapseln könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Schaut also gerne in der Infobox vorbei, um zu diesem Angebot zu gelangen. Hairoxol besteht aus einer einzigartigen Wirkstoffkombination. Es wirkt Haarausfall entgegen und verleiht dauerhaft schönes, volles Haar. Die patentierte Haarvolumenformel von Hairoxol enthält unter anderem Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine. Alle Inhaltsstoffe sind hochkonzentriert und genauestens aufeinander abgestimmt. Dieses Zusammenspiel der Inhaltsstoffe beeinflusst und bekämpft sogar den erblich bedingten Haarausfall. Dadurch ist dieses Topseller-Produkt in der Lage, von innen her direkt die Ursache des Haarausfalls zu bekämpfen, Haarausfall zu stoppen und für neues Volumen zu sorgen. Natürlich ist die richtige Pflege ein wichtiger Punkt, um die Haare zu stärken. Haarfaserverstärker sind Panthenol oder Fruchtextrakt aus Ananas und Zitrone. Auch Aminosäure bauen das natürliche Keratin des Haares auf. Pflegeprodukte mit Hafer- oder Weizenprotein ummanteln das Haar und schützen und verstärken es. Getöntes oder gefärbtes Haar wird kräftiger. Grund dafür ist das Anlagern von Farbpigmenten am Haarschaft. Diese wirken wie Haarschuppen und polstern das Haar auf. Doch Vorsicht, zu starke Kontraste wirken transparent und somit dünner. Auch blondierte Haare fassen sich stärker an. Hier werden die natürlichen Haarschuppen aufgestellt und verhaken sich ineinander. Wird allerdings zu oft blondiert, wird aus mehr Volumen schnell geschädigtes und somit dünneres Haar. Volumengebend sind vor allem kompakte und wenig gestufte Haarschnitte. Auch die Kontur sollte möglichst wenig ausgedünnt und auf ranzig geschnitten sein. Messerhaarschnitte oder Effiliere mit einer Zackenschere sind deswegen verboten. Die Haare werden so fisseliger, hängen kraftlos herunter und reagieren mit Struktur bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ein Geheimtipp ist zum Beispiel Trockenshampoo und Volumentonic. Das ins nasse Haar geben, danach das Haar über Kopf antrocknen. So stehen die Haaransätze ca. 90% von der Kopfhaut ab und geben Ansatzvolumen und Stand. Ist das Haar trocken geföhnt, bitte sehr sparsam mit dem Trockenshampoo umgehen. Denn bei feinem Haar tritt sehr schnell der Umkehreffekt ein und das Haar fällt wieder zusammen. Haare an der Luft zu trocknen ist mit Sicherheit die gesündeste Alternative, aber auch die volumensloseste. Denn so liegt der Haaransatz meist platt auf der Kopfhaut.
Shampoos und Conditioner, die volumengebend sind, können das Gesamtbild noch unterstützen. Aber auch hier gilt das Individualprinzip. Austesten, wie sich das Haar am besten anfühlt. Dauerhafte und langfristige Kräftigung des Haares bedarf vor allem einer guten Versorgung der Haarwurzeln mit Nährstoffen. Viele Friseure raten zum Kupfertonic mit durchblutungsfördernden Koffein, was Vitamine, Spurenelemente und Mineralien zur Haarwurzel transportiert. Und ein gesunder Lebenswandel ist essentiell für gutes und dickes Haarwachstum. Ich hoffe, wir konnten euch einige Tipps aufzeigen, was man gegen dünn gewordene Haare tun kann. Wir würden uns sehr über einen Kommentar, ein Like und selbstverständlich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video auf Beauty Panel.